Die Zukunft von James Rodriguez bei Fußball-Bundesligist Bayern München ist weiter offen. Aktuell kocht die mediale Gerüchteküche regelmäßig hoch. Derzeit gilt die Premier League als Wunschziel des Kolumbianers. Wie Don Ballon erfahren haben will, favorisiert James momentan einen Wechsel in die englische Top-Liga im kommenden Sommer. Demnach sieht der Bayern-Starrer auf der Insel die perfekte Umgebung, um wieder regelmäßig auf Top-Niveau zu performen. Die Lokalrivalen Manchester United und Manchester City sollen bereits ihr Interesse bekundet haben. Auch der FC Arsenal wurde in der Vergangenheit bereits mit dem Mittelfeldregisseur in Verbindung gebracht. Seit 2017 kickt James auf Leihbasis für die Münchner. Gegen eine Zahlung von 42 Millionen Euro könnte der deutsche Rekordmeister den umworbenen Strippenzieher fest von Real Madrid verpflichten. Allerdings soll in der bayerischen Führungsebene Uneinigkeit über eine Weiterverpflichtung herrschen. Während der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die Kaufoption wohl ziehen möchte, soll sich München-Präsident Uli Hoeneß gegen einen Kauf des 27-Jährigen ausgesprochen haben. Mehr dazu, Bericht James, Zukunft spaltet den FC Bayern. Eine Rückkehr zu Real Madrid ist aber anscheinend kein Thema. Re-Trainer Zinedine Zidane gilt nicht als Fan des 70-fachen Nationalspielers. Zudem arbeiten die Königlichen hinter den Kulissen wohl an einem Megatransfer. Chelsea-Star Eden Hazard soll in die spanische Hauptstadt gelotst werden. Für James wäre dann kein Platz mehr im Starensemble der Blancos.